Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 88. Ich habe die Quest Superkleber abgegeben. Meine Taschen direkt ein bisschen entmüllt. Was war das denn? Achso. Meine Taschen direkt ein bisschen entmüllt. Und bin wieder nach hier geflogen. Ich habe, ich glaube, 30.000. Ne, 20.000 habe ich bekommen für die Quest. Das heißt, wenn wir noch davon. Ne, 30.000. Ja, doch, war ich 30.000. Wenn wir noch davon zwei abgeben haben. Ah, ich habe was vergessen. Und zwar habe ich gesehen, wir können den. Oder wir machen das anders. Ne, ich glaube, wir gehen erst die. Diese. Ich nenne sie mal Basilisken. Ne, nicht Basilisken, wer ist denn die. Diese. Tower? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Gehen wir erstmal ab. Von den Machtkristallen da, die komischen Dinger. Ihr wisst schon, was ich meine. Die man anklicken muss und dann. Ah, da diese Türme. Türme. Ich glaube, Basilisken ist falsch. Auf jeden Fall gehen wir die noch ab und dann gucken wir, wie es weitergeht damit. So, jetzt sind wir auch bald fast 300 mit Ledern. Aber hier finde ich nur den einen, über den wir killen. Weil wird ja auch nichts auf unserer Minimap angezeigt, von wegen hier bla 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 neu. Sind auch schon 60, knapp 60 Personen online. Der Stachdiele sind drei. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Kann ich schon immer wieder sagen. Sagen, wir holen uns auch den komischen Pelz. Was wir haben, haben wir. Und das Tolle ist, wir kriegen auch noch. Oh, wir haben, glaube ich, Glück. Schon reingelaufen. Sehr schön. Oder auch doch nicht. Ich verlaufe mich immer in den komischen Höhlen hier. Dich? Weiß es nicht. Die kümmern sich auch um nix. Das ist nicht nett. So muss das sein. Toll am Jäger, wie gesagt, ist, dass man Wildtiere sehen kann. Wie gesagt, ich verlaufe mich hier immer. Da hinten müsste der irgendwo sein. Muss ich hinten um? Boah, ich weiß es nicht mehr.
Also müssen bald wieder. Nee, müssen in die Schambildung weiterzulernen. Anders geht's leider nicht. Anders geht das leider nicht. So. Auf jeden Fall ist der oben. Probier mal hier lang. Finde ich ganz lustig, was die da so schreiben. Schreiben hier, streiten sich mal wieder, was der wichtigste Teil einer Gruppe ist. Einer sagt der Denker und einer sagt der Heiler und einer sagt dies. Wie das so ist immer. Ach, die machen die Amy-Quest. Okay. Die ist ja auch furchtbar, ehrlich. Und hier ist auch wieder ein Easter Egg. Die Gorilla haben nämlich hier leere Fässer dabei. Das ist angelehnt an Donkey Kong. Fällt einem ja sonst so nicht auf. Ist mir auch bisher so. Ich habe nie drüber nachgedacht. Aber ja, es ist wirklich angelehnt an Donkey Kong. Ich hatte irgendwann mal so ein Video gesehen mit Easter Eggs. Und da wurde es nämlich auch gesagt, manche Affen oder Gorilla droppen Fässer. Ist das halt angelehnt an Super, nicht Super Mario, an Donkey Kong ist. Weil hier in der Gegend ist viel von Nintendo. Hier ist ja der Link von Zelda, dann ist die Mario Brothers sind hier. Wir hatten eben ja dieses Blümchen-Ding da abgegeben bei dem Luigi. Und der Mario ist, glaube ich, böse. Ich weiß aber auch gerade nicht, in welchem Zusammenhang hier mit irgendwas steht. Das. Ah. Ich dachte schon, wir hier alle Gorillas getötet haben. Da hinten ist er. Ne, ist nur ein Ra. Verdammt. Ucha. Der ist. Vielleicht steht der andere auch da. Gucken. Ja, der andere steht auch da. Oh. Okay, passt. Dann holen wir uns den Ra und danach den. Gut. Guter Plan. Planung ist das halbe Leben. Sagen, essen wir was? Ja, gut gerüstet sind für den Kampf. Haben wir auch einen coolen Mana-Buff, einen Ausdauer-Buff. Immer gut. Mein Kumpel, der hier gespielt hat, der spielt hier nicht mehr im Moment, weil er auch keine Zeit hat.
Ich hatte mal versucht, mich mit ihm quasi zu treffen, irgendwas zu machen, aber leider funktionierte das nicht. Weil wir hatten versucht, ein paar Innings zu laufen. Aber ich glaube, wir haben zwei haben wir geschafft. Mehr ist leider nicht draus geworden. Und dadurch, dass er momentan so viel am Arbeiten ist, macht das auch schwierig. Ach da. Aber will versuchen, wenn er es irgendwie schafft, es hinzubekommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Na, okay, passt. Passt, passt, passt. Ich weiß gar nicht, ob die Köcher sich auch verändern. Müssen wir darauf achten, wenn wir einen neuen Köcher haben. Schon okay, mal gucken. Nee, das ist der. Schweres Leder haben wir auch noch ein bisschen, ne? 152. Schön, schön. Wieder ganz viel Müll haben wir auch, sehr schön. Ich habe das Gefühl, wir kriegen da schon ganz gut hier hin. Ja, wie gesagt, der Hunter war einer der, finde ich, einfachsten Klassen. Dadurch, dass man. Und der Hexenmeister. Dadurch, dass du halt immer dein Pet dabei hast. Der Magier ging so, weil der hatte sein Pet ja erst, glaube ich, ab 70 dabei und auch nur für. Oder ab 60. Es war dieser Ultimate Skill, meine ich. Und auch nicht für die ganze Zeit, sondern den konnte ihn rufen und dann ist er, ich glaube, nach einer Minute oder zwei wieder verschwunden. Und mittlerweile ist es ja so, wenn man Eismagier spielt, dass man das Pet dann auch hat. Aber das ist ja leider nicht mehr so. Also damals war es nicht so. Sehr schön. Ach, ich denke mal, warum schießt er denn nicht? Wenn man daneben klickt, kann der Gutes da auch nicht schießen. Warten kurz. Was Mana haben. Wir brauchen 200. Ja, passt. Okay. Und los geht's. Nicht, dass wir unser Freund schon wieder umfällt. Naja, doof. Und ein bisschen Gold haben wir auch wieder. 17. Ich kam. Den Stapel war. Okay, doch nicht. Ich kam auch noch nie mal dazu, meine Option ins Auktionshaus zu stellen.
Normalerweise habe ich das immer gemacht. Alle 2 Tage mal nachgeguckt, wie es aussieht, aber ich habe nichts geschafft. Die Woche nichts geschafft. Ehrlich. Also, was ich gemacht habe, ist aufgestanden, fertig gemacht, Katzen gefüttert und zur Arbeit. Heute ist nochmal ein Tag, wo ich frei habe. Gefühlt 3 Wochen momentan durchgearbeitet. Aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich habe gesehen, das Blümchen, den müssen wir in Feralas abgeben. Ich glaube, das machen wir aber nicht. Wenn wir sagen, pupsen wir drauf. Auch wieder unser Freund. Jetzt gleich zum 7. Mal killen. Genau, warum ich? Ich glaube, wir haben einmal jemand anders da getötet. Kriegt sie immer aufs Maul von uns. Das Problem ist, hier ist nichts anderes in der Nähe. Ne? Können wir mal nach da reiten? Für Rasende. Hier ist alles verdient. Und ich glaube, mittlerweile ist es so. Aha. Ist es so, dass hier im Krater von Gwo 2 Flugpunkte sind. Und ein Ort zum Ausruhen. Meine ich. Aber ich kann mich auch. Weil ich meine, es ist. Man könnte mich auch irren. Ich habe noch einen Punkt gesehen. Willst du den angreifen mit einem Superschuss? Skamana. Der gute Mensch sucht immer noch nach Leuten. Jetzt wurde entfernt. Okay. Der Bogen ist nicht kaputt. Müssen wir nur ein. Ne, wir müssen eine Schuppe von dem rauchen, wir. Das heißt, wir könnten auch noch 100 töten. Wir reiten erstmal weiter. Und zwar zu den Rasenden hier. Auf dem Weg finden wir bestimmt was. Von daher kein Problem. Ich weiß, mal gucken mal, wann Silithus ist. Weiß das nicht? Silithus 55. Wenn wir jetzt die Dinos gemacht haben, gucken wir mal, wie groß wir sind und dann könnten wir eventuell noch Silithus. Von da aus dann in die Schabenwelt. Oh, ich bin so froh, wenn wir in der Schabenwelt sind. Ihr glaubt das gar nicht. Das Rumeiern hier auf dem Classic-Server beziehungsweise auf dem Classic-Content geht mir ja sowas von auf die Äste, sag ich euch. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Folge 89. Vielleicht kommen wir ja dann schon in die Schabenwelt. Man hofft, aber ich glaube es noch nicht.
Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst doch ein Abo da, einen Daumen nach oben würde ich mir sehr freuen. Und auf Wiedersehen. Tschüss.